finde das irgendwie unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auf dem Video jetzt so gut sehen könnt, wie tief es hier runter geht. So ungefähr ein Meter tiefes Loch. Hä? Wieso kippt denn der nicht zurück? Sorry für den Trunk. Also eigentlich müsste doch... Pass mal auf, warte. Wenn der Baumstamm hier ist, ich meine, da war ja mal ein langes Stück Baum vorne dran, man sägt den ab, dann ist doch der Teil hier schwerer. Müsste das doch eigentlich wieder zurückkippen, oder? Oh, übrigens, es geht hier noch weiter. Naja, also auf jeden Fall finde ich sowas unglaublich faszinierend. Und das sind ja noch kleine Wurzeln. Hallo und herzlich willkommen zu einem Off-Topic-Vlog. Warum Off-Topic? Weil mir was aufgefallen ist, was ich euch nicht vorenthalten will. Ich hatte nämlich gestern Gammeltag. So ein Tag, an dem man irgendwie nichts tut. Noch nicht mal so wirklich die Schlafklamotten auszieht und sie gegen andere tauscht. Okay, gut, das habe ich gemacht. Aber auch nur, weil ich irgendwann zwischendrin mal mit dem Hund spazieren gehen musste. Und weil es auf Dauer in meinen Schlafklamotten irgendwie kalt ist. Naja, jedenfalls den ganzen Tag Sofa. Ich habe erstmal, ich muss ganz vorne anfangen, ich habe auf dem Balkon geschlafen. Nicht, weil ich böse war, sondern weil Vollmond war. Und dann mache ich das ganz gerne mal. Und so ein Balkonschlafnacht, die ist nicht ganz so erholsam, weil es einfach unbequem ist. Man wacht häufiger auf, man ist dann auch länger wach. Und außerdem hat der Hund, wenn er auf dem Balkon schläft, eine furchtbar kalte Nase. Und wenn die dann morgens in dein Gesicht reinkommt, oh, da bist du wach. Jedenfalls war ich dann am Morgen müde. Und dann dachte ich mir, leg dich mal aufs Sofa, schläfst halt noch mal eine Runde. Das ist aber nicht passiert, weil ich habe dann noch so ein Buch angefangen gehabt, war noch, weiß nicht, 20 Seiten und es war bis zum Schluss, war ein Krimi, furchtbar spannend und ich musste das einfach fertig lesen. Furchtbar, wahnsinnig müde Augen, aber nicht schlafen, ich musste es fertig lesen. Habe ich gemacht. Dann habe meine Mutter angerufen, habe ich gequatscht und dann dachte ich mir, naja, ich muss doch mit dem Hund mal noch rausgehen. Als bin ich raus, hat geregnet, war schnell wieder drin dann. Wieder aufs Sofa, habe ich angefangen Filme zu gucken. Irgendwann zwischendrin festgestellt, hey, ich habe die 50.000 Abonnentenmarke geknackt. Und ich war so faul und so gammel unterwegs, dass ich mich nicht mal richtig drüber gefreut habe. Das habe ich aber heute schon nachgeholt. An der Stelle übrigens mal ein riesen Dankeschön für 50.000 Abonnenten. Ich denke mir manchmal, vielleicht sollte ich mal versuchen, mir vorzustellen, wie viele Klassen das sind. Und dann denke ich mir gleichzeitig wieder, nee, lieber nicht. Ich weiß ja nicht, wie ich mich dann fühle. Und ich hätte eigentlich das Gefühl, so wie es jetzt ist, ganz gerne für immer, egal wie viele Abos da stehen. Weil dann ist es halt, für mich hat sich noch nie was geändert. Ich mache das immer noch ganz alleine. Das ist immer noch am selben Computer. Es ist einfach nur ein Mehr an Reaktionen, das ich bekomme. Deshalb lieber nicht drüber nachdenken, wie viele Menschen das sind. Naja, jedenfalls habe ich dann noch so an die, ich weiß nicht, 5 Filme geguckt. Bin dann irgendwann noch auf dem Sofa eingeschlafen, dann ins Bett. Und heute ist mir dann mal aufgefallen, wie viel ich eigentlich gemacht habe, dafür, dass ich ja nichts gemacht habe. Also klar, auf dem Sofa rumliegen, das ist jetzt nicht sonderlich produktiv. Aber also 5 Filme, ein Buch fertig lesen, spazieren gehen, kochen, essen, ausruhen und heute so richtig fit sein. Ich meine, es ist noch vor 12 Uhr mittags und ich bin schon auf einer großen Hunderunde unterwegs. Und das soll jetzt mal was heißen. Das, ja, alles möglich durch einen Gammeltag. Und vor allem, das fällt mir immer wieder, auch wenn ich sag mal, Langeweile hab auf, dass wenn ich mal eine Weile einfach nichts tue, weil ich vielleicht auch gerade gar keine Lust habe, irgendwas zu machen, was nicht heißt, dass immer, wenn ich keine Lust habe, ich nichts mache. Das sind zwei Paar Schuhe. Aber danach bin ich umso motivierter und habe sehr oft dann auch die entscheidenden Ideen, um mir zum Beispiel ein Video zu drehen oder ich weiß nicht, was zu machen, mir irgendwas einfallen zu lassen, dass ich mir denke, so ein bisschen Langeweile und Gammeln, das ist zwischendrin auch mal echt wichtig. Also mal abgesehen davon, dass mir der Rücken weh tut, weil ich halt echt viel auf dem Sofa rumgelegen bin und das ist jetzt nicht das Bequemste. Aber es war doch produktiv. Ich denke, ich hätte heute auch noch mal Bock aufs Sofa. Aber, na nee, kann ich gar nicht. Ich muss ja Vlog schneiden. Nee, da muss ich an den Rechner, aber auf eine andere Art und Weise. Also dann Sofa im Sinne von am Tablet rumspielen und vielleicht mal einen Text schreiben. Man muss ja nicht zwangsläufig am Rechner sitzen dafür. Oder recherchieren fürs nächste Video, was auch immer kommen wird.
Das kann man eben auch vom Sofa machen. Ja, das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Völlig schulunabhängig, dass so Gammeln zwischendrin auch einfach mal echt toll ist. In dem Sinne höre ich jetzt auch schon wieder auf, soll ja auch nicht so lang werden, wenn man wieder gammeln will. Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Gammeln. So was Komisches. Ciao. Seht ihr, das meine ich mit produktiv. Einen Tag nach dem Gammeln bin ich so produktiv, dass ich viel spazieren gehen will. Und dann finde ich hier ein Kriegsdenkmal mit einer Wahnsinnsaussicht und übrigens sehr cool umgefallenen Bäumen. Schau ich das mal an. Also für mich hat sich dieser Gammelsamstag schon richtig gelohnt. Warum? Die ganze Zeit habe ich gewartet, wollte wissen, ob es windet hier oben. Hat's nicht. Kaum fängt es an zu vloggen, fängt es an zu winden. Das ist doch Schikane, Petrus.